Einen wunderschönen guten Tag und hallo aus Los Angeles. Ich wünsche euch allen ein frohes neues Jahr mit viel Glück, Erfolg, Zufriedenheit und natürlich Gesundheit. Ich bin gerade von meinem Deutschlandurlaub zurückgekommen, der sich so zusammenfassen lässt: 2 Wochen Regen und alle krank. Aber trotzdem eine schöne Zeit mit der Familie und ein paar Freunden. Naja, ich bin jetzt wieder im Lande und ich möchte dieses Jahr 2023 erstmal mit einem klassischen Vlog beginnen. Mit schönen Eindrücken aus Los Angeles und einem kleinen Geheimtipp, denn momentan ist es hier wunderschön und ungewohnt grün. Wer regelmäßig dabei ist, kennt es nämlich. Normalerweise ist es hier extrem vertrocknet, braun, gelb und letztes Jahr war es besonders schlimm mit vielen Bränden, Dürre und dramatisch niedrigen Wasserständen. Die letzten paar Wochen hat es hier aber sehr viel geregnet und die staubtrockene Wüste ist zu einer Jurassic Park-gleichen Landschaft mutiert. Noch hat sich das Land nicht vollkommen regeneriert, aber es ist zumindest auf einem guten Weg dorthin. Nun, leider hat diese eigentlich schöne Erholung der Natur in ganz Kalifornien einen üblen Beigeschmack. Ich denke, die Nachrichten sind auch in Deutschland angekommen, da mir viele auf Instagram geschrieben haben und gefragt haben, ob alles okay ist hier in LA. Antwort dazu: Ja, ist es hier schon, aber leider in anderen Orten von Kalifornien ganz und gar nicht. Leider war die Reaktion der Natur auf diese extreme Hitzewelle das andere Extrem. Vor allem in Mittel- und Nordkalifornien gab es heftige Unwetter und Stürme, die sogar schon 20 Menschen das Leben gekostet haben. Ganze Stadtteile wurden unter Wasser gesetzt und Tausende von Menschen mussten evakuiert werden. Ihr habt vielleicht schon viele Bilder dazu gesehen, ist wirklich nicht schön, aber in LA und weiter südlich kommt sowas eher nicht vor. Wir haben hier, wenn dann, Probleme mit Feuer oder Erdbeben. Und hoffen wir mal, dass es so bleibt. Also hoffen wir mal, dass es nicht so bleibt, dass hier Erdbeben und dauernd Feuer sind. Aber, also ich meine, ich hoffe mal, dass es hier nicht so extrem regnen wird. Denn wenn es hier mal 3 Tage regnet, merkt man direkt, wie schlecht LA dagegen gewappnet ist. Hier stehen sofort Straßen unter Wasser und mein Fahrradweg hier ist es einfach immer noch, obwohl es jetzt gerade 3 Tage trocken war. Wenn es solche extremen Unwetter wie in Nordkalifornien in Los Angeles geben würde, die Ausmaße wären auf jeden Fall sehr, sehr dramatisch. Jetzt gerade regnet es zum Glück nicht und wir nutzen diese Pause mal aus, um nach draußen zu gehen. Und ich zeige euch LA mal in einer anderen Farbe als sonst. Und dazu gibt es einen krassen Wanderweg mit heftiger Aussicht und einem richtigen Lost Place, der nicht wirklich lost ist, aber tatsächlich ist es ein Überrest aus dem Kalten Krieg, was man mitten in Los Angeles nicht unbedingt erwartet. Ich melde mich hier doch schon mal wieder zu Wort, denn ich glaube, ich habe das sogar schon ein paar Mal erwähnt. Diese Straße hier, das ist Woodley Avenue und dann kommen wir gleich auf Burbank Boulevard. Diese beiden Straßen sind sehr oft in Serien, die in LA gedreht werden, aber woanders spielen. Wo wir gerade hier sind. Hier ist so ein Modellflugplatz. Der ist auch in ein paar Folgen von Modern Family zu sehen, wo Jay Phil gegens Gesicht fliegt mit dem Flugzeug. Ja, diese beiden Straßen werden oft in Serien verwendet, die halt in LA gedreht werden, aber ganz woanders in den USA spielen angeblich. Und werden dann als Autobahn verwendet. Weil das hier, das sieht ja überhaupt nicht nach LA aus, ne? Das sieht ja aus, als wäre man irgendwo in der Pampa. Aber es ist halt wirklich mitten in der Stadt, theoretisch. Und das ist keine Autobahn, aber ist trotzdem dreispurig. So kann man das so filmisch dann so aussehen. Zum Beispiel in das Büro, was ja in Pennsylvania spielt, die Serie. Alle Autos sehen, nicht alle, aber die meisten sind quasi hier auf dieser Straße. Auch in Modern Family. Aber ich mache nochmal ein Video mit Modern Family Locations. Da gibt es ja einige Fans in Deutschland. Hier ist übrigens auch der Sepulveda Dam, wo ich öfter mal bin und Fotos mache, weil der ziemlich cool aussieht. Mal ganz schnell, ist gerade grün. Ist tatsächlich der erste Amazon, nicht der erste, aber ein Amazon Fresh Store. Gibt es jetzt auch hier. If I had a car, we'd drive down to the ocean.
Las Mañanitas, Sweet Maria. If I had a plane, we'd fly to Costa Rica, land atop a mountain, and look down on the world. And I'd learn to speak Spanish, we'd incognito Rica. Mir ist gerade aufgefallen, ich habe mein Mikrofon vergessen, das hört ihr vielleicht schon. Am Sound, der ist jetzt bestimmt nicht schlecht. Das Mikrofon in der Kamera ist auch nicht schlecht. Aber das passiert, wenn man länger keine Videos gemacht hat. Sofort vergisst man, wie es funktioniert. Gut. Ja, ihr habt schon auf der Fahrt gesehen. Es ist definitiv sehr viel grüner hier. Und jetzt hier sieht es wirklich schön aus. Leider ist der Himmel ein bisschen bewölkt. Generell jetzt nichts Schlimmes, aber fürs Video, wenn es blau ist, sieht es immer ein bisschen besser aus auf der Kamera, einfach vom Licht her. Aber es ist wirklich sehr schön. Übrigens, gerade sind wir nicht durch Beverly Hills gefahren, auch wenn es danach aussah, teilweise an den Häusern. Das war Encino Hills quasi. Also die Hügel von Encino, ein Stadtteil in L.A., Encino. Kennt ihr vielleicht aus Karate Kid, Cobra Kai. Das spielt ihr hauptsächlich in Reseda. Das ist kurz nördlich davon. Und Reseda ist eher eine, ja, nicht so teure Gegend, nicht so reiche Gegend. Deswegen wird da oft sowas gesagt wie, oh, der ist doch aus Encino, dieser Schnöseljunge. Ach, du bist ja nur in Reseda aufgewachsen. Ja, das dazu. Und wir sind hier jetzt gerade, ich muss noch mal gucken, wie der Canyon überhaupt heißt. Wo ist mein Handy? Dieser Ort, wo ich jetzt geparkt habe, ist Upper Canyon Back Trailhead. Und da ist sogar ein Parkplatz. Man kann hier eigentlich überall stehen. Aber da ist eigentlich ein Parkplatz und da kommt man gerade nicht hin, wie ihr gesehen habt. Gehen wir auch gleich wieder dran vorbei. Und das ist ein sehr schöner Hike hier, eine sehr schöne Wanderung. Denn von hier könnte ich jetzt theoretisch nach Santa Monica wandern. Würde 3 Stunden dauern, aber wäre auf jeden Fall ganz cool mal. Ich habe jetzt hier einfach an der Seite geparkt wie den anderen. Denn da, ja, ich glaube, da würde ich gerade so durchkommen, aber man muss es ja nicht riskieren, da ist eigentlich der Parkplatz und da kann man dann ohne weiteres stehen. Das ist ja das Krasse, ne? Das ist jetzt einfach vom Regen passiert. Also ich möchte mich hier nochmal für den Sound von heute dann entschuldigen. Ich habe eigentlich immer gern alles optimal, was technische Sachen betrifft, aber so ist das nun mal. Ich habe jetzt keine Lust nochmal 20, 25 Minuten nach Hause zu fahren. Aber wir haben hier auf jeden Fall schon mal einen Adventure-Time-Vlog. Ich wollte eigentlich jetzt wegschneiden, aber ich sehe gerade, vielleicht komme ich morgen nochmal her und mache das Video weiter. Es ist halt wirklich auch noch benebelt gerade, bis gerade früh morgens 8 Uhr. Und da hinten, da bin ich gespannt, ob man das hier auf der 360-Grad-Kamera sieht, da hinten ist der Ozean. Also von Anfang an seht ihr hier den Ozean. Wir werden natürlich weiter wandern jetzt und dann sieht man das noch besser. Ja, Runde an die Leine, ihr Penner. Seite habt ihr hier auch eine super Aussicht auf die Valley, auf das Tal hier, der nördliche Teil von Los Angeles. Das hier ist wie gesagt Reseda, ja genau, scharf gestellt. Da ist Van Nuys hinten, das hier ist dann Encino. Ihr seht da ganz hinten vielleicht, ich sehe selber auf der Kamera gar nicht, doch da, den Sepulveda Dam durchblitzen. Der, wie gesagt, also empfehle ich auch immer wieder als Fotolocation, wenn ihr mal hier seid, das ist einfach ein super cooler Spot. Da ist der Lake Balboa, das ist so ein kleiner See, seht ihr vielleicht? Da, wo ich manchmal spazieren gehe. Nee, doch, ja, da. Nein, doch, ah. Damit ihr so ein kleines Verständnis habt, wo wir ungefähr sind, wenn ich jetzt von hier blicke ich genau östlich und das ist die gesamte Bergkette, die quasi ja so den südlichen Teil Los Angeles von dem nördlichen Teil Valley teilt, der auch zu Los Angeles gehört zum großen Teil. Und in diesen Hills sind halt immer sehr schöne Häuser auf jeden Fall. Ich glaube hier theoretisch sieht man fast den Mulholland Drive da. Ich glaube vielleicht sogar der Zipfel da hinten. Da ist so Griffith Park und dahinter ist irgendwann das Hollywood-Zeichen. Das sieht man natürlich nicht von hier. Thank you.
Ja, und noch ein paar Schritte weiter sieht man sogar Los Angeles Downtown hindurch blitzen. Vielleicht klart auch der Himmel noch ein bisschen auf dem Rückweg und dann sehen wir es noch besser vielleicht. So, und jetzt kommen wir zur Hauptattraktion dieses Wanderwegs, meinem kaputten Schuh. Mir ist gerade aufgefallen, dass mein Schuh kaputt ist. Hallo Socke! Meine schönen, berühmten Barfußschuhe. Vielleicht hätte ich bessere Qualität kaufen sollen. Die haben jetzt ein paar Monate nur durchgehalten. Okay, und da wären wir. Die LA96C. Ich habe mich noch ein bisschen vorbereitet schon mal, was das genau ist, aber heute möchte ich das mal so ein bisschen auch machen, dass man das zusammen erkundet, nicht einfach nur Voice-Over. Ich mache jetzt gleich vielleicht, falls der Ton schlecht wird, falls es zu windig wird. Aber das ist hier relativ spannend. Das mitten in Los Angeles, wirklich mitten in der Stadt, noch Spuren aus dem Kalten Krieg sind. Was man in L.A. vielleicht nicht erwartet. Ich zumindest nicht. Als jemand, der, was dieses Thema betrifft, nicht besonders gebildet ist. Also schon recht spannend. Also das hier war von 1956 bis 68 einer von 16 Militärstützpunkten. Die wurden Nike Missile Sites genannt. Und diese waren ganz schlicht gesagt dazu da, hier steht auch nochmal eine kleine Erklärung, die waren hier mit Radaren ausgestattet und waren dazu da, um feindliche Flugzeuge, um diese zu erkennen und gegebenenfalls abzuwehren. Denn zu dieser Zeit herrschte eine ständige Angst, dass eben ein Atomangriff oder ein feindlicher Angriff an sich kommt. Und so gab es diese paar Stützpunkte. Tatsächlich waren hier aber keine Abwehrraketen oder so stationiert. So habe ich das online schon gelesen. Die waren tatsächlich 100 Meter von meinem Apartment stationiert. Da ist auch immer noch eine, und nicht 100 Meter, aber um die Ecke, da ist immer noch ein Militärstützpunkt. Der aber, da ist, glaube ich, nichts Wichtiges mehr. Aber damals waren die genau da stationiert. Sehr gut zu wissen, dass man genau daneben wohnt. Ja, aber hier kann man sich halt diesen Stützpunkt jetzt angucken. Hier ist, war wahrscheinlich damals auch, hier ist dieses kleine Häuschen, der Eingang, das Tor zu diesem Stützpunkt. Und wir gucken uns mal ein bisschen mehr an davon. Da kann man nämlich tatsächlich auch hochklettern. Und dann hat man wirklich die beste Aussicht überhaupt. Jetzt mal nicht genauer drauf ein, weil ich sowieso nicht weiß, was das meiste bedeutet. Aber ihr könnt ja jetzt einfach das Video anhalten, wenn euch das interessiert. Und dann seht ihr, was wo ist. Hier gibt es wirklich viele Informationstafeln über diesen Ort, für die, die das wirklich interessiert, was alles ist, was noch überhaupt hier ist, was man noch sehen kann. Und da hinten, das gehört scheinbar auch noch alles dazu oder hat damals dazu gehört. Jetzt wohnt da sogar jemand hinten. Da ist noch ein Haus hier mitten im Berg. Vielleicht ist das der Park Ranger, der da wohnt. Kann ich mir gut vorstellen. Ja, dieses Gefühl, das damals herrschte in den 50er, 60er Jahren, da wahrscheinlich bis in die 80er rein und so weiter. Ich habe da noch nicht gelebt. Aber ich weiß tatsächlich, gucken hier auch manchmal Leute zu, die schon in den 50er Jahren gelebt haben. Was mich sehr freut, dass es wirklich sehr große Spanne von Altersgruppen hier gibt auf diesem Kanal, die das wahrscheinlich persönlich berichten können, wie die Zeit damals war. Bis vor kurzem hätten wir uns das niemals vorstellen können. Und seit einem Jahr kann man sich zum ersten Mal vielleicht halbwegs vorstellen. Ich will da jetzt nicht zu viel drauf eingehen und wieder so eine Kiste von negativen Themen aufmachen. Ist natürlich gut, dass man sich so einen Ort hier ausgewählt hat,
Das bietet sich natürlich dann mehr als an, darüber zu reden, aber lassen wir das mal. Hoffen wir mal nur, dass es nicht dazu kommt, dass wir dieses Zeitalter, das zumindest für Außenstehende schien, als sei es vorbei, dass wir dieses Zeitalter nicht noch einmal wiederholen. Deswegen mal lesen, was da steht. Könnt ihr mal selber lesen. Know your job. Ah, guck mal hier. Da steht sogar, wie das funktioniert hat. Wie das Nike Missile System funktioniert hat. Der Radar konnte ein feindliches Flugzeug erspüren, detekten. Dann wurde hier Sepulveda Basin. Guck mal, steht sogar hier. Also in der Nähe, wo ich wohne, wäre dann, das ist ja nie passiert, dort wäre dann eine Abwehrrakete gefeuert worden. Und dann explodiert sie und das gegnerische Flugzeug fällt vom Himmel. Schöne Themen heute. Habe ich mir doch was Tolles ausgesucht. Als erstes Video von 2023. Wieso habe ich das gemacht? Eigentlich wollte ich nur die schöne Natur von L.A. zeigen. Und das ist so einer der nächsten Hiking-Spots von mir, der eigentlich sehr schön ist. Naja, so ist das. Tolle Wurst. Tolle Wurst. Okay. Da kommt man auch hoch. Naja, geht noch weiter hoch. Jetzt wird sicher... Oh, guck mal da. Wenn es blau ist, würde man das Meer auch richtig schön klar sehen wahrscheinlich. Jetzt ist es eher ein silberner Teich im Hintergrund. Also wirklich top. Da hinten seht ihr auch die Schneeberge. Lost Places. So lost ist er nicht, weil man hier einfach ohne Probleme hin kann. Jetzt muss ich doch noch ein Voice-Over einbauen, weil es dann wirklich zu windig wurde. Für einen Kurzurlaub in L.A. ist dieser Hike hier sicher keine Priorität. Aber wenn man mal eine Woche oder länger da ist, ist es schon ein echt cooler Ort. Ohne es zu filmen, hätte der Weg bisher nur 20 Minuten gedauert und dann kann man theoretisch von hier bis zum Ozean wandern. Dauert, schätze ich, 3-4 Stunden und hier seht ihr das Ganze mal auf der Karte. Es gibt wirklich viele verschiedene Wege, die hier über den Berg führen. Ich habe hier auch ein paar Leute auf dem Fahrrad gesehen, für die Hardcore-Mountainbiker unter euch, finde ich immer sehr beeindruckend, aber ich werde das irgendwann mal zu Fuß machen. Ganz hier oben gibt es auch ein Fernglas, wo zwar steht, dass es ein $0.25 kostet, aber es ist tatsächlich, ja, ihr wisst es, und alle zusammen, gratis. Was für ein Tag, wieder ein $0.25 gespart. Geil. Aber ernsthaft, vor allem an einem klaren Tag hat man hier eine Wahnsinnsaussicht bis ans Meer. Santa Monica und Venice verstecken sich da noch hinterm Berg. Das, was wir hier sehen, meine ich, ist El Segundo Beach. Das erkennt man an den Türmen des Kraftwerks. San Vicente war der ideale Ort für einen Nike Missile Radar. Der Gipfel 600 Meter über dem Meeresspiegel bot Sicht in alle Himmelsrichtungen. Soldaten der LA 96C blickten südöstlich auf ein jugendliches Downtown Los Angeles. Mit nur wenigen der Wolkenkratzern, die wir jetzt sehen. Doch gen Ende der 60er Jahre entwickelten sowohl die USA als auch die Sowjetunion ICBMs, Interkontinentalraketen. Ein Wort, das wir in letzter Zeit alle wahrscheinlich zu oft gehört haben. Diese Raketen waren dann so schnell, dass das Nike-System nutzlos und letztendlich eingestellt wurde. Eingezäunt in der Wildnis haben die Soldaten hier oben auch gelebt, umgeben von der damaligen unglaublichen Vielfalt von Wildtieren. Es gibt hier immer noch so einiges an Kreaturen in den Bergen, aber durch die starke Urbanisierung von LA über die letzten 70 Jahre hat sich die Anzahl extrem verringert. Man muss schon viel Glück haben, hier einem interessanten Tierchen zu begegnen. Aber es gibt schon Picknicktische, hier ist sogar ein öffentliches WC, das nicht besonders appetitlich ist, aber gratis und das ist dann schön. Was labere ich hier? Wir gehen jetzt da mal lang, ich höre auf zu labern, hoffentlich, das wissen wir jetzt noch nicht, und da gibt es noch mal ein paar schöne grüne Eindrücke hier. Tonight I leave familiar for the great unknown. Got a couple broken arrows and my hair is grown since you saw me last, talking on an old flip phone.
skin of who I used to be. Got Sinatra on a 45, I'm buzzing like a bee. Just hoping you'll come fly with me. Die sehen aber lecker aus, du. Lecker Schmecker. Lecker, lecker, lecker sehen die aus. Ihr Biramis, probier mal. Okay. Ja, eine Beere rot wie die Liebe. Ist ja richtiger Luxus hier zum Jahresbeginn, Mann. Mal sehen. Schmeckt gar nicht mal so gut. Ich würde sagen, es ist definitiv empfehlenswert. Vor allem jetzt momentan die Zeit. Das sage ich ja öfter mal in meinen Videos. Ihr seht jetzt auch, wieso vielleicht. Ich würde mal sagen, ab Ende Februar bis Ende Mai so wird es noch ungefähr so aussehen. Dann wird das Wetter auch besser, es regnet nicht mehr so viel. Und das ist wirklich die optimale Zeit, um in Los Angeles Urlaub zu machen. Took a greyhound down to Georgia, then a rental up to Maine. But how I hope for California in the spring. Ich rede ja hier und da auch mal negativ über Los Angeles, was auch meiner Meinung nach berechtigt ist. Ich versuche das ja realistisch darzustellen. Aber man muss einfach auch sagen, Los Angeles eine der großen positiven Seiten ist, wie abwechslungsreich diese Stadt ist. Ich meine, würdet ihr denken, dass wir hier gerade mitten in der Stadt sind und dass es sowas gibt, solche Rückzugsorte. Es gibt wirklich viele von solchen Orten, Berge, Täler und so weiter. Wasserfälle, wo man einfach sich mal zurückziehen kann und aus der Stadt entfliehen kann. Und das ist wirklich super schön an Los Angeles, muss ich sagen. Einer der großen positiven Aspekte. But how I hope for California in the spring. Okay, hör mal auf zu rennen. Ich bin gerade noch dabei, die scheiß Biere zu verdauen. Aber mach mal die verdammte Musik leiser. Bei dieser fröhlichen, dummen Musik. Man denkt, man hat es geschafft. Man ist auf der Spitze angekommen, auf dem letzten Hügel. Und dann ist noch einer da. Und ich weiß nicht, ob das jetzt der letzte ist. Sieht jetzt zumindest danach aus. Aber ihr seht ja da hinten, alles, was da so silber schimmert, ist der Ozean. Und eigentlich will ich da schon gerne noch hin, aber ich muss jetzt zum Training fahren. Das beginnt gleich um 12, deswegen wird das vielleicht nichts mehr. Ja, die paar Minuten extra haben sich da noch mal gelohnt. Ihr seht, es geht noch definitiv weiter. Und da geht es auch schon wieder runter. Also, da wird dann die Wanderung vollendet. Und hier seht ihr jetzt sogar Beverly Hills. Das ist der ganze Stadtteil Santa Monica natürlich, Venice Beach. Und dann bis da hinten sehen wir sogar Catalina Island mal wieder. Es ist jetzt nicht die anstrengendste Strecke. Ich bin jetzt bisher so 11.000 Schritte gelaufen. Geht natürlich relativ viel auf und ab, aber nie super, super steil. Und das Einzige ist halt, dass man, wie gesagt, den Weg auch noch zurücklaufen muss. Das ist dann die andere Frage, ob man vielleicht mit dem Uber auf die eine Seite fährt oder sich dahin bringen lässt und sich dann auf der anderen Seite wieder trifft oder wie auch immer man das machen möchte. So, meine lieben Freunde,
dieses war der erste Streich, das erste Video im Jahre 2023. Im nächsten Video möchte ich mal wieder so ein kleines Frage- und Antworten-Video machen. Und ich werde das mit Instagram kombinieren, da die Fragen quasi von nehmen. Da kann man so eine schöne Fragefunktion machen. Das finde ich sehr gut und übersichtlich. Und die besten 10, 15 werde ich dann beantworten zum Thema USA, Los Angeles, Hollywood, was auch immer. Das kommt das nächste Mal. Und ich möchte euch gleichzeitig auch noch meine Pläne für dieses Jahr vorstellen, was YouTube betrifft und was Schauspiel betrifft, so einen kleinen Hollywood-Schlachtplan. Denn ich möchte euch hier auf dem Kanal wieder ein bisschen mehr Einblicke in diesen Karriereweg geben, als ich das in den letzten 2 Jahren gemacht habe. Das war eigentlich der Ursprung meines Kanals gewesen. Und naja, das werde ich euch dann beim nächsten Mal erzählen. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben und abonniert, wenn ihr es noch nicht getan habt. Nochmal, ich wünsche euch alles Gute für dieses Jahr 2023. Ein extra großes Dankeschön an alle Patreonen und YouTube-Mitglieder und PayPal-Donationen. Vielen Dank für euren Support und vielen Dank an euch alle, dass ihr meine Videos guckt. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen. Und das erste Piece im Jahre 2023 kommt jetzt. Achtung, ich weiß, ihr könnt es kaum erwarten. Vorfreude ist groß. Okay, Peace.